Willkommen zu Konrad Seidels Bier der Woche. Diesmal haben wir ein Bier aus einer ganz, ganz kleinen oberösterreichischen Brauerei, aus einer Mühlviertler Brauerei, nämlich der Hofstettner Brauerei. Eine Brauerei, die bereits gegründet wurde im Jahr 1229, damit gute Chancen hat, unter die ältesten Brauereien Europas gereiht zu werden. Liegt auf einem Bauernhof, ist heute noch ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Brauerei dabei. Und in dieser Brauerei hat es eine Tradition gegeben, dass man das Bier mit einem hölzernen Kübel aus dem Lagerkeller geholt hat. Einmal war es sogar so, dass in dem Lagerkeller sich also Gärgase gesammelt hatten, man konnte nicht hinuntergehen, aber die Freiwillige Feuerwehr, wir sind ja da ganz in der Nähe von der Donau, die sind natürlich Rettungsschwimmer, haben also auch ihre Taucheranzüge geholt und dann ist also die Freiwillige Feuerwehr mit Atemschutz hinuntergegangen im Taucheranzug zu den Lagertanks und hat sich dieses Kübelbier gezwickelt. Wenn ich sage gezwickelt, dann heißt das, das Kübelbier ist ein Zwickelbier, es ist ein unfiltriertes Kellerbier. Und wenn wir es da hier einschenken, dann sieht man, es hat also diese typische Trübung, sehr, sehr helle Farbe, aber eben auch eine durchgehende Trübung, ziemlich gleichmäßig, und wenn wir bei dem Bier dran riechen, dann merkt man, das hat so ein bisschen einen getreidigen und auch hefigen Ton. Wir liegen hier im Alkohol wahrscheinlich irgendwo etwas über 5%, Stammwürze wohl bei 13% und na, nicht nur riechen, kosten. Nicht? Also wir haben hier diesen Malzcharakter. Und der setzt sich sofort von der Nase her an den Gaumen, an den Obergaumen fort. Es ist ein Bier, das eine sehr schöne Vollmundigkeit hat, ohne süß zu sein. Und das hängt damit zusammen, dass hier eine sehr schöne Balance ist. Zur Vollmundigkeit trägt nämlich nicht nur der Malzzucker bei, sondern auch die Hopfung. Und hier haben wir eine sehr schöne Balance aus malziger Vollmundigkeit und dem Hopfengeschmack. Das ist jetzt nicht nur die Hopfenbittere, sondern hier wird ordentlich Hopfen gekocht und damit auch ein ziemlich intensiver Hopfengeschmack hineingebracht. Im Nachtrunk kommen dann die Hopfenaromen, also man sagt retronasal, also man riecht dann etwas, was im Rachenraum ist. Wenn wir also den Schluck im Mund bewegen, dann entfalten sich die Aromen und man hat den Eindruck, der ganze Kopf ist jetzt mit diesen Aromen voll. Es ist kein Zufall, dass gerade diese kleine Brauerei, die ja ein paar tausend Hektoliter nur braut, sehr, sehr erfolgreich ist, auch im Export. Es gibt Bars in New York, die genau solche Biere haben wollen und die sind natürlich damit sehr, sehr gut bedient. Was passt zu essen dazu? Ja, ich würde sagen, da sind wir jetzt wieder bei den deftigen österreichischen Speisen. Wie gesagt, Mühlviertel, da denke ich an Schweinsbraten, Rindsbraten, an vielleicht auch eine Jausenplatte. Aber natürlich kann man das Bier auch so, wie es ist, genießen. Daher wünsche ich ein herzliches Prost. Ohne was zu essen, trinke ich auf das nächste Bier der Woche und hoffe, Sie sind da wieder dabei.